was in der letzten Folge geschah. Prime und seine Gefährten haben es immer noch nicht weiter geschafft. Sie haben diskutiert und wussten nicht mehr weiter. Und dann verließ sie es, weil sie meinte, dass ihre Idee besser war als alle anderen. Stellte sich davor noch heraus, dass Sweetie Belle weg war. Ob Luminas Idee die beste war oder vielleicht auch nur ein Reinfall, das seht ihr jetzt. Ja, genau, meine Idee ist nicht gut. Nein, nein, nein. Ist klar. Ich werde es allen zeigen, dass meine Idee die beste war. Warte, wohin willst du? Du willst doch nicht so voreilig uns verlassen. Oder wie? Die Welt ist tatsächlich halt sowieso nicht überleben. Von daher. Ganz ruhig. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin frei. Und mir ist kalt. Nun, wir haben also ein Deal gehabt. Ja, wir haben das wohl. Ich hole es, okay? Dann beeile dich. Natürlich tue ich das. Hast du es? Rainbow, wo ist das Fohlen? Das Fohlen? Du meinst das Fohlen? Rainbow? Es ist abgehauen. Es ist da ins Wasser gesprungen. Hol es da schnell raus. Dann beeile dich. So. Ich will nicht mehr lange warten. Gut, Rainbow. Oh, bitte bleib da drin. Gott, die hätten mich beinahe geschnappt. Wo versteckst du dich, Kleine? Ich bin ja wunderschön. Ich will da nicht rein. Okay, ich muss. Warum muss Wasser eigentlich meistens immer so kalt sein? Die wird so sauer auf mich sein. Oh Gott. Am liebsten würde ich ja jetzt abhauen, aber naja. Und? Ah, Rainbow. Ich hab sie nicht gefunden. Wie, du hast sie nicht gefunden? Es tut mir leid. Gemacht. Ja, wie solltest du denn jetzt den Dinos erklären? Ja, du hast irgendwie Fohlen da ins Wasser geschubst. Also, nein, aber das Fohlen ist ins Wasser gegangen und dann hast du es ne. Und die werden mir das niemals abkaufen. Ey, du Käfer, bleib hier. Niemand kann mir jetzt dabei mehr helfen. Hätte er nicht jetzt längst schon zurück sein? Ja. Hallo, Dino? Was? Oh, ein Pferd traut sich jetzt auch mal endlich in die Zone. Was willst du? Wo ist Sweetie Belle? Wo ist Sweetie Belle? Das sagen wir nicht. Dieses kleine Fohlen, es ist ein Fjordpferd und ihr habt es gefressen? Nein, wir haben es doch nicht gefressen. Irgendwie einfach entwischt. Ja. Ja. Wohin? Ich weiß doch nicht. Irgendein Einhorn hat hier entführt, um es selber zu fressen oder was? Keine Ahnung. Ein Einhorn? Ja. Ich glaub nicht, dass das Rain war. Ich glaube, das war Rain. Rain? Ihr wisst auch gar nicht, wer Rain ist. Doch, ich wissen wir. Ich glaube es nicht. Ich glaube das alles nicht. Ich muss schnell zu Rain und zu den anderen. Ja, da kommt ja unsere Verräterin. Hast du etwas erreicht? Und? Sag's. Dax, sage es uns. Rain, nicht so doll. Was ist, Lumina? Ich habe mit den Dinos gesprochen und sie haben gesagt, dass du ihn hast. Ich habe Sweetie Belle nicht. Ja, aber sie haben von irgendeinem Einhorn geredet und du hast gesagt, dass du das letzte Einhorn wärst, das hier auf diesem gesamten Planeten lebt. Hast du dafür eine Antwort? Sag's. Kannst du es auch mal sagen? Warte mal. Ich habe noch nie gesagt, dass es nur mich gibt. Ich habe dafür gar keine Beweise. Als ich dich bei der Quelle getroffen habe, hast du es gesagt. Egal, was du sagst, es stimmt nicht. Ja, wow, du hast keine Flügel? Du hast Flügel. Und, ja, toll, das sieht man ja auch gleich an, dass ich Flügel habe. Von daher... Also, was willst du jetzt dagegen unternehmen? Was? Leute, bitte streitet nicht. Wir brauchen jetzt unbedingt eine Lösung. Dann schlag du doch auch mal welche vor. Das wichtigste Element ist die Zusammenarbeit, die wir dafür brauchen. Aber wenn nur alle rumstreiten, dann hilft uns auch keine Zusammenarbeit. Dann ist wahrscheinlich auch der Einzelgänger viel besser. Donner. Ich meine wirklich jeden von euch. Wir müssen alle zusammenarbeiten, sonst funktioniert das nicht. Vielleicht ist es dann doch eine Theorie. Sie wurde gefressen. Also, stimmt ihr mir da alle zu? Wie ich sehe, seid ihr eine sehr gesprächige Gruppe. Toll.
haben doch gesagt, irgendein Einhorn hat es mitgenommen. Du weißt doch selber nicht, ob man den Dinos trauen kann, oder? Hast du dafür auch Beweise, Lumina? Mein Name ist nicht nur Lumina. Ich, dass man mich anders nennt. Und Lumina, du hießt früher Lumina. Ist jetzt auch egal, okay? Mit Streich kommen wir jetzt auch nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt alles vergessen, okay? Ja, toll. Lumina, was ist dir zum tausendsten Mal? Weißt, eine Gruppe ist keine Gruppe, wenn andauernd irgendjemand wieder aussteigt. Entweder bleibst du oder du wirst von der Gruppe ganz ausgeschlossen. Entweder du bleibst jetzt oder wirst ganz ausgeschlossen. Ganz einfach. Ich kehre einfach wieder zur Burg zurück. Ist es das, was ihr wolltet? Ob es das ist, was wir wollten? Naja. Seht ihr, niemanden interessiert es. Lumina, warte. Nein, ich gehe jetzt wieder zur Burg. Ich habe meinen Kram gemacht und ihr macht jetzt euren Kram. Lumina, du bist so stur. Dann bin ich das eben. Lass dir einfach denken, dass ich stur bin. Ja, vielleicht bin ich das, aber... Und? Sie sollen es denken. Toll. Komm, Lumina. Komm auf zur Burg und erkläre dann allen, was passiert ist. Darauf habe ich auch wirklich viel Lust. Ich suche mir einfach eine andere Herde. Ist doch noch viel einfacher. Ich will jetzt eine Kriegerin werden. Hallo? Ist jemand da? Ich komme ja gar nicht durch. Hallo? Hallo, Mann! Hallo, wer ist da? Ach, Lumina. Verdammte Karotte, nenn mich nicht Lumina. So heißt du doch, oder nicht? Ja. Und? Von daher sollte ich dich dann auch so nennen. Verstanden? Also, was möchtest du hier? Ich möchte nur meine Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit? Inwiefern? Was meinst du damit? Ich möchte aus meiner Herde aussteigen und steige in eure ein. Eine kräftige Kriegerin. Sowas sucht ihr doch, oder? Du bist hier nicht verkehrt. Ich frage den Boss. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach unmöglich. Sweetie Belle? Leute? Los, geh etwas weg. Nur etwas. Mir wird die Grab. Okay, ich mache das Burgtor auf. Wenn die Technik nicht funktioniert. Bin da, ich bin jetzt da. Du Arm. Hey, psch, es ist alles gut. Komm, wir führen dich erstmal in die Burg, da bist du sicherer. Hey, nicht weinen, okay? Alles wird gut werden, aber erstmal musst du dich beruhigen.